Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Im folgenden Video schauen wir uns noch eine letzte Partie an vom Finale der Meltwater Champion Chess Tour, und zwar vom letzten Tag aus dem Match zwischen Magnus Carlsen und Jan Krzysztof Duda, dem polnischen Großmeister. Es ist die zweite Partie. Rapid, 15 plus 10 in Bedenkzeit, wisst ihr ja, diejenigen, die aufgepasst haben. Und Magnus Carlsen wird mal wieder eine Eröffnung spielen, ja, die man selten sieht. Gehen wir rein. C4, G6, D4, Läufer G7, E4, D6, Springer C3. So, das sieht so ein bisschen nach Königsindisch aus. Wenn Schwarz jetzt hier Springer F6 spielt, dann sind wir ganz normal Hauptvariante. Königsindische Verteidigung, hier hat Weiß viele Möglichkeiten. Aber Carlsen wäre nicht Carlsen, wenn er hier mal wieder was Neues auspackt. Ich weiß nicht, ob er das schon jemals gespielt hat, diese Variante hier mit C5. Ich weiß nicht, ob das überhaupt einen Namen hat. Ich glaube, das geht so. Das ist jetzt noch nicht klar, welche Eröffnung das wird. Wenn Weiß jetzt hier Springer GE2 spielt, dann kommen wir nach CD4 Springer D4 in eine Variante der sizilianischen Verteidigung rein. Wenn wir also mit E4 C5 begonnen hätten, das ist hier beschleunigter Drache. Ne? Nennt man das. Also es kann über Zukunftsstellung verschiedene Eröffnungen ergeben sogar. Duda wählt hier das prinzipiell D5, ja, Raumvorteil. Ne? Er zieht den Bauern vor, sagt, ich nehme den Raumvorteil. Aber jetzt kommt der Sniper. Läufer schlägt C3, boom. Tauscht hier seinen starken Läufer. Ne? Schwächt die schwarzen Felder am Königsflügel, aber schwächt natürlich die weiße Bauernstruktur. Und da wir ein geschlossenes Zentrum haben, ist das Läuferpaar, von dem ich natürlich immer so wahnsinnig viel halte, hier nicht so viel wert. Ne? Es ist eine relativ geschlossene Stellung. Und es wird auch nicht einfach sein, diese Stellung zu öffnen. Übrigens, der native Sniper, falls man das überhaupt so nennen kann, entsteht eigentlich nach einer ganz anderen Zugfolge. Und zwar nach D4, meine ich, G6, C4, F5 hier, Springer C3, Läufer G7. Springer F3, C5, D5, Läufer schlägt C3, BC3. Ich glaube, das ist der Sniper. Bin mir aber nicht ganz sicher. Das ist nicht meine Eröffnung, Freunde. Und das wird auch nicht gespielt. Es wird wirklich unglaublich selten gespielt. Ich glaube, das wird der Sniper genannt hier. Ist nicht ganz, wie sagt man? Hochwertig. Ist etwas minderwertig, sagen wir es mal so. Also jetzt sind wir wieder bei der Stellung Duda gegen Carlsen. Carlsen spielt jetzt hier E5 und jetzt wird es strategisch interessant, da könnt ihr viel lernen. Er stellt den Bauern auf Schwarz, alle Bauern werden auf Schwarz gestellt. Das korrespondiert sehr gut jetzt mit dem übrig gebliebenen Weißfeldringläufer. Ne? Die Bauern decken die schwarzen Felder und der Läufer deckt die weißen Felder. Und der Läufer auf G7 wird nicht vermisst. Ne? Der wäre ja hinter der Bauernkette und jetzt ist er weg. En passant schlagen hier verbietet sich, ich vermute mal wegen, naja, was ist verbietet sich? Es ist jetzt nicht komplett von der Hand zu weisen. Das Problem ist natürlich diese Bauernstrukturen. Ne? C4, C3, C2, A2. Ne? Die sind natürlich nicht so schön. Also en passant ist nicht komplett an den Haaren herbeigezogen, aber an der Glatze vorbei. Nee, was rede ich denn da eigentlich? E5 ist strategisch sinnvoll, wie schon gesagt. Und jetzt muss Weiß schauen, wie er die Stellung öffnet. Das muss er hier mit F4 machen und am besten so schnell wie möglich. Hier, F4. Das Rufzeichen bedeutet guter Zug. Das hat Chess.com neu eingeführt. Immer da, wo ich vorher Zeichen hinzufüge, werden die angezeigt an der Stelle. Finde ich gut. Oder? Was meint ihr? So, F4 hätte er machen sollen. Sofort öffnen das Zentrum. Aber er bereitete das vor mit Läufer D3. Springer D7 und jetzt F4. Jetzt kommt aber E schlägt F4. Läufer schlägt F4. Dame H4 Schach. Ein gutes Schach hier. Schach gegeben. Schach gesehen, Schach gegeben. Nee, nach dem Motto macht er das hier nicht. Es hat hier einen tiefen Sinn. Wenn G3 kommt, dann geht die Dame zurück nach E7.
Und dann hat sich Weiß hier geschwächt auf den weißen Feldern. Und später spielen wir mit Schwarz sowas wie Springer E5, F6. Und sobald der Springer nach F3 geht, der Weiße, dann kommt Läufer H3. Das ist ohne G3 natürlich nicht möglich. Und auf Läufer G3, was in der Partie kam, Dame E7, wird der Läufer nach G3 abgelenkt. Und jetzt ist das Feld H6 frei für den Springer. Springer F3. Und jetzt Springer H6. Ne? Jetzt geht der Springer über H6, wird ins Spiel gebracht. Dann kann er über G4 nach E5 oder F6, Springer F7. Beides möglich. Und hier gefiel Duda seine Stellung überhaupt nicht. Er dachte 6 Minuten nach und spielte E5. Das ist aber ein Fehler. Warum hat er das getan? Nehmen wir mal an, er hätte normale Züge gespielt. Sowas wie Rochade. Dann hätte Schwarz F6 gespielt. Und dann im nächsten Springer E5. Springer F7 und Schwarz hat eine super Kontrolle über das Feld E5. Und das gefiel ihm nicht. Na, dann ist ein Läufer schwach auf D3. Ich kann das verstehen. Dann weiß man nicht so richtig, was man wohin mit den weißen Figuren. Weil die Engine sagt ausgeglichen, so klar ist das nicht, kann man machen. Aber Duda gefiel das nicht nach Springer A6 und er spielte E5. Radikale Lösung, opfert einen Bauern. Springer E5, Springer E5, DE5, kurze Rochade, kurze Rochade. Dame D2, Springer F5. Na, der Springer ist jetzt sehr stark auf F5, ne? Attackiert den G3, den Läufer zurückziehen möchte man nicht. Außerdem würde Schwarz Springer D6 spielen, vermute ich mal. Und dann F5, E4 und das sieht überhaupt nicht gut aus. Oder F5, E4 und dann Läufer F5, Turm A8. Da spielst du noch ein bisschen von alleine für Schwarz, ne? Deswegen nahm Weiß jetzt raus, Läufer F5. Läufer F5. Turm F2. F6 stabilisiert die Struktur. Turm AF1. Und das ist eine lehrreiche Stellung, wenn man das mit dem Computer analysiert. Turm AD8 von Carlsen sieht super natürlich aus, ist aber fragwürdig. Es gibt hier ganz, ganz konkreten Grund, warum Turm F7 besser ist. Turm F7 mit der Idee Turm AF8, den Bauern F6 prophylaktisch decken. Wir werden jetzt gleich sehen, warum das besser gewesen wäre. Turm AD8 kam in der Partie. Und hier hat Weiß die Möglichkeit, Läufer H4 zu spielen. Man fragt sich, ja, was ist daran jetzt so toll? Ganz einfach, es droht G4 hier. Und dann Läufer F6. Na? Und deswegen hätte Schwarz Turm F7, Turm AF8 spielen sollen. Dann wäre G4 keine Drohung. Auf Läufer H4 muss Schwarz Turm D6 spielen und den Bauern F6 etwas umständlich decken. Das werden wir in der Partie sogar sehen. In der Partie geschah zuerst Dame E3. Und hier hätte Schwarz diesen Tempoverlust nutzen können für Läufer D7. Jetzt ist Läufer H4 keine Gefahr mehr wegen G5. Ohne den Läufer auf F5, ne, können wir G5 spielen. Ihr seht also, wie konkret die Engines denken. Ne? Das zeigt Stockfish. Dame E3 ist so ein natürlicher Zug, wobei der nichts angreift eigentlich. Aber Carlsen fühlte sich hier genötigt, B6 zu spielen, was gar nicht nötig war. Der Bauer war sowieso gedeckt. Okay, es geht weiter mit Läufer H4. Turm D6. Jetzt muss man Turm D6 spielen, um den Bauern zu decken hier. Ist ein bisschen umständlich, wie gesagt. H3. Läufer D7. Und jetzt hätte Weiß einfach Läufer G4 spielen sollen. Hier oder später. Er spielte stattdessen Turm F3. Turm F7. Und jetzt G4. Okay. Hier könnte Schwarz Läufer C8 spielen mit der Idee Läufer A6 und hier den Bauern C4 attackieren. Das ist hier der logische Plan. Da ist ja eine Schwäche. Er spielt aber Läufer E8 und deckte den Turm auf F7. Erstaunlicherweise hat Weiß hier inzwischen genug Kompensation nach Läufer G3. Mit der Idee G5, das hier zu sprengen. Ne? Man kann hier natürlich sowas probieren wie G5, aber dann kommt H4, H6 und dann H5. Und interessanterweise sagt die Engine hier, ja, nach Dame E4, wie willst du hier weiterkommen mit Schwarz? Das ist nicht leicht, wenn vielleicht sogar gar nicht möglich. Das ist ausgeglichen, ne? Weil die Mehrheit am Königsflügel kann Weiß nicht, Schwarz nicht so ohne weiteres in Gang setzen. Nach Läufer E8 geschah stattdessen G5 und das ist ein Fehler, ein dicker Fehler. Denn jetzt kommt F5 einfach. Und jetzt kann Schwarz seine Bauernmehrheit am Königsflügel in Gang setzen. Turm E1, E4, Läufer G3,
Turm D8, Turm F2, Läufer D7, Läufer C7, Turm E8, Dame F4. Naja, fragwürdig. Der Computer sagt hier Läufer F4, aber ich denke nach Läufer C8 mit der Idee Läufer A6 wird es immer schwieriger für Weiß gegenzuhalten. Dame F4, Läufer C8, Läufer D6, Dame D8, Läufer E5. Hier steht Schwarz inzwischen auf Gewinn. Es gibt verschiedene Möglichkeiten hier fortzusetzen. Eine Möglichkeit ist Läufer A6 mit der Idee Läufer schlicht C4. Eine weitere Idee ist etwas konkreter und das ist Turm schlicht E5. Dame E5, Dame G5, Schach. Gewinnt hier ein Bauern. Und der Rest spielt sich so ein bisschen von alleine für den Weltmeister. Turm G2, Dame F6, Dame D8, B8, Turm F8, Dame F4, Läufer A6. So, Schwarz labt sich jetzt an den ganzen schwachen Bauern am Damenflügel. Ihr seht, ne, wenn man so einen Doppelbauern hat, vor allen Dingen so einen fixierten Doppelbauern, der ist auf lange Sicht einfach ein Riesenproblem. Den ist Weiß nie losgeworden. Und irgendwann 20 Züge später, schwupps, fallen die Bauern. Wie reife Äpfel. Ne? Blub, fallen sie runter. In die schwarze Kiste. H4, Läufer schlicht C4. D6, ich rede ziemlich im Blödsinn gerade. Dame schlicht C3. Turm E3, Dame D4. Schwarz hat inzwischen Läufer und 4 Bauern für den Turm. Das ist natürlich ein riesiger Materialvorteil. H5. Gut, Weiß greift noch an, aber Schwarz kann das problemlos verteidigen. Läufer F7, König H2, Turm D8, Turm EG3, Dame D6, noch ein Bauer weg, Dame F5. Okay, Weiß kriegt einen Bauern wieder. Turm E8, HG6, HG6. So, Turm schlicht G6 geht natürlich nicht. Der ist gefesselt, deswegen König H1, aber König G7. Der Bauer ist dreimal gedeckt, reicht. Jetzt droht auch Turm A8 Schach. Turm A3, Dame E6, Dame H5 und es gibt hier mehrere Möglichkeiten fortzusetzen, aber Dame H3 ist am genauesten eigentlich. Ne? Nimmt den gesamten Pfeffer aus der Partie. Dame H3, Turm A8, tauscht jetzt hier die Dame, Dame A8, König A8 und Läufer und 4 Bauern sind natürlich zu viel für den armen Turm. Duda probiert dann noch Turm D2, Läufer C4, Turm D7, Läufer A2, Turm A7, Läufer C4, König G1, Läufer D3, Turm C7, C4, Turm B7, C3, Turm schlicht B6, C2, Turm C6, E3, Schach auf C8, König G7, König G2, G5, König F3, E2. Da sind einfach zu viele Freibauern. König F2 und hier G4. Es droht G3 Schach, G2, der läuft einfach durch, ne? Weiß probierte noch Turm König E1, G3 und hier Turm schlicht C2. Naja, hilft aber nicht. Läufer C2, König E2 und hier gewinnt alles. G2, Läufer E4 oder Läufer D1 Schach mit Ablenkung des Königs. Hier gab Duda auf. Er hätte natürlich noch König F1 spielen können mit der Idee König G2, König schlicht G3, aber nach Läufer F3 spätestens hier hätte er aufgegeben. Wobei Läufer F3 auch der einzige Zug ist, ne? Den hätte Carlsen aber bestimmt gefunden. Ja, das Finale der Meltwater Champion Chess war eine sehr einseitige Angelegenheit. Carlsen gewann das Turnier souverän. Wir schauen gleich auf die Tabelle. In der letzten Runde gewann Carlsen gegen Duda 3-1. Wesley So gegen Anish Giri 3-4. Da ging es ins Tiebreak. Ramesh Babu Pragnananda gewann das Duell der beiden Inder, jungen Inder gegen Arjun Rigaisi mit 2,5-1,5 und Le Quang Liem gewann 3-1 gegen Shah Kriyam Amejadov, der übrigens auch parallel die Rapid-WM in Jerusalem spielt. Der hat dann wahrscheinlich irgendwann abends nochmal eingeschaltet und hat dann die letzten Runden am PC gespielt vom Finale der Meltwater Champion Chess Tour. Wir schauen nochmal kurz auf die Tabelle. Ah. Moment, kommt. Schwupp, schwupp. Was ist das? Ja. So, da ist die Tabelle. Magnus Carlsen, 20 Punkte. Am Ende stehen noch, in der letzten Spalte stehen noch das Honorar, das sie gewonnen haben. Jetzt beim letzten Turnier. 50.000 Dollar nochmal für den lieben Magnus. Wesley So ist noch Zweiter geworden. 13 Punkte. Am Anfang hat er schlecht gespielt. Dann hat er nochmal richtig einige Matches gewonnen. 32.000 und so weiter. Jan Duda,
10 Punkte, Lek Wang Lim vierter, dann die beiden jungen Inder, Mamedjarov und Anish Giri ist letzter geworden. Ja, darf sie aber trösten mit $15.000 nochmal. Die Tour 2022, das war die Tour 2022. Nächstes Jahr mal schauen, ob es weitergeht. Bin mal gespannt. Wir haben ja das Thema, dass die Play Magnus Group ja, so wie es aussieht, von Chess.com übernommen wird. Ganz offiziell ist es noch nicht. Es gab aber vor 2 Wochen so eine Mitteilung, ne, dass die Aktionäre von der Play Magnus Group zugestimmt hätten. Ich weiß nicht genau, ob das die Aktionäre, genau, wie das genau das abläuft, ob das das Board ist von der Play Magnus Group oder die Aktionäre. Auf jeden Fall steht die Übernahme bevor. Muss man abwarten, ob die Meltwater Champion Chess Tour dann oder die Champion Chess Tour, wie wir sie kennen aus den letzten beiden Jahren oder 3 Jahren jetzt sogar, ne? Weiß ich gar nicht, ob sie fortgesetzt wird. Bin gespannt. Was meint ihr? Ich hoffe, ihr habt was gelernt auch. Checkt auch gerne meinen anderen Kanäle aus, der Big Rig Highlights, Big Rig Shorts. Das war's für heute. Macht's gut.